Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video, was sich komplett um das Disadvantage in Super Smash Bros. Ultimate dreht. Ich hatte schon vor einem Monat mit Newtogame gemacht, das hat sich alles um das Newtogame gedreht, könnt ihr euch auch gerne die Playlist anschauen, aber heute geht es um Disadvantage in Smash. Zuallererst, was ist Disadvantage? Das ist Disadvantage, was Marv gerade hatte. Bumm. Ich habe einen Treffer reinbekommen, er ist offstage, er ist in Luft. Halt, wenn man im Nachteil ist. Sobald du im Nachteil bist, bist du im Disadvantage. Selbst jetzt sind wir im Disadvantage. Warum? Wir stehen nur hier im Newton. Keiner will kommen hier rein, weil ich mit Snake die Stage Control habe. Er ist gecornert, er steht in der Ecke. Ich habe Stage Control, kann hier in dashen, viel mehr Freiraum. Deswegen ist Marv jetzt auch im Disadvantage. Als Disadvantage muss nicht immer heißen, dass man gejuggelt wird, offstage ist oder sonst was. Kann auch einfach bedeuten, dass man gerade nicht die Stage Control hat. Das ist schon mal wichtig zu erwähnen. So. Wie vermeidet man jetzt Disadvantage? Ganz einfach. Zum Beispiel bei Snake. Wenn du gegen Snake spielst, weißt du immer, da kommen jetzt die Granaten, dann lass mich jetzt halt nicht von den Granaten treffen. Bedeutet, man muss einfach wissen, wie lange die Granaten zu explodieren brauchen. Würde man hier zum Beispiel öfters Disadvantage von Snake vermeiden. So eine ganz wichtige Option ist, die hier gefühlt alle Snakes benutzen, ist Dash Attack im Newton. Die Dash Attack von Snake ist sowas von insane, die kommt schnell raus, schickt den Gegner einen nervigen Winkel weg, ist vorne unverwundbar und ist so schnell draußen. Man kommt so weit wieder zurück und kann es direkt wieder machen. Echt, man travelt über die halbe Stage damit. Von daher, natürlich eine common Option, die viele Snakes machen. Bedeutet, wenn man das die ganze Zeit erwartet, wenn man darum rumspielt, zum Beispiel bei Marv, weiß ja auch, der grabt mich, der macht Landing-Up-Air-Kombos, der versucht mit einem Uptail zu kommen und so weiter und so fort. Bread-and-Butter-Kombos. Man einfach weiß, was der Gegner machen möchte, was sein Gameplan ist, wenn man gut reden kann, kann man das Disadvantage vermeiden. This is a fact. Wie man ebenfalls das Disadvantage vermeiden kann, ist, wenn man sich nicht die ganze Zeit cornert. Voll viele defensive Spieler oder Campy-Spieler, gerade wenn man so ein Spiel wie Samus, cornern sich gerne und hocken die hier und spam, spam, Projektil, spam, spam. Das Problem ist, wenn man hier halt in der Ecke ist, hat man sich limitiert. Hat viel weniger Options. Ich kann nicht zurückdashen, nicht zurückrollen. Ich sterbe schneller, weil ich näher an einem Blast-Zone bin. Und ja, bin halt komplett hier limitiert. Und ein Fehler kann schon meinen Tod bedeuten, wenn ich hohe Prozent habe. Bedeutet, Stage Control zu behalten, ist relativ wichtig. Das ist gefühlt das Wichtigste überhaupt in Smash. Wenn ich auf Plattform stehe, habe ich auch nicht die Stage Control, wie ich auch im Disadvantage. Weil man unter der Plattform Safe Pressure ausüben kann und der Gegner in der Regel nichts dagegen tun kann. Deswegen zählt auch eine Plattform. Also wenn man sich auf Plattformen findet, zählt das auch zum Disadvantage State in Smash. Ja, und generell, wenn man natürlich Offstage ist, ist man sowieso ein Disadvantage. Klar, Offstage wird es nicht sein. Offstage, bis vor Abgrund, bis näher im Blast Zone, bis dem Tod halt so nah, wie es nur geht. Klar, bis dem Disadvantage. Wenn du über den Gegner bist, bis dem Disadvantage. Wenn ich jetzt hier Upthrow, Uptail mache, Disadvantage, er ist im Disadvantage. Ich behalte Stage Control, Punish the Landing, Disadvantage geht immer weiter. Alles noch Disadvantage. Jetzt fragt man sich natürlich, was passiert denn, wenn ich im Disadvantage bin? Was muss ich dann tun? Was habe ich für Möglichkeiten? Das Ding ist, egal auf welchem Level ihr euch bewegt in Smash, ihr werdet früher oder später immer mal im Disadvantage landen. Ganz normal. Disadvantage in Smash zu erleben, ist normal. Merkt euch das, das ist voll wichtig. Aber wenn ihr die ganze Zeit am Weinen seid, oh nee, ich wurde jetzt schon wieder getroffen, oh nee, ganz normal. Sonst wäre es ja kein Fighting Game. Fighting Games basieren auf Austeilen und Einstecken. Ein Hin und Her. Schlagaustausch ist das ja quasi. Von daher werdet ihr früher später auch mal in meinem Disadvantage landen. Sein der Skill-Unterschied ist so gigantisch, dass ihr weiß, dass ich gegen ein dreijähriges Mädchen spielt, was noch nie ein Videospiel angefasst hat, dann habt ihr wahrscheinlich
eigentlich nie Disadvantage, aber das ist ja jetzt extrem Beispiel. Merkt euch einfach, es normal mit Disadvantage zu geraten. Aber was hast du denn dann für Optionen? Das talkt automatisch weg. Was kann ich machen, damit ich nicht dann komplett zerstückelt werde? Weil, wenn man das Disadvantage halt schlecht spielt, wird man zerstückelt. Entweder wird man geedgeguard, man wird gejuggelt, wird gecombot und so weiter und so fort. Das ist ganz wichtig. Ich hatte hier gerade eine technische Störung, aber müsste jetzt Bogen sein. Ich hoffe, das haben wir nicht gehört. Auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man im Disadvantage ist, hat man einige Möglichkeiten. Und zwar Fast for Air Dodge. Nutze die wenigsten. Klar, du kannst im Disadvantage auch normalen Air Dodge machen. Du kannst Direction Air Dodge machen. Das würde ich by the way nicht empfehlen, weil achte mal auf den Lag. Ist extrem. Der Lag ist komplett extrem. Bei Direction Air Dodge. Du hast richtig viel Lag. Kannst sehr schnell gepunished werden. Der Gegner einfach reactive spielt, kann darauf reagieren und dich erwischen. Direction Air Dodge ist nur gut, um an den Kant zu kommen oder als Mix-up. In der Regel sollte ihr immer Neutral Air Dodge machen, weil die weniger Lag haben. Aber was noch cooler ist, ist Fast for Air Dodge. Beim Höhepunkt des Sprungs zu unten drücken und dann Air Dodge. Ihr landet viel, viel schneller, habt die Air Dodge Frames und das machen wirklich die wenigsten Spieler. Wirklich nur die Top-Spieler, merkt euch das. Fast for Air Dodge ist so gut. Also Möglichkeiten, die man hat mit Air Dodge. Direction. Nur als Mix-Up empfehlenswert. Neutral Air Dodge. Und Fast for Air Dodge. Und Direction Air Dodge, wie gesagt, ist gut, um an die Kante zu kommen. Das wäre das Erste. Das Zweite ist das Zwischenland auf Plattform. Wenn ich im Disadvantage bin, bin ich irgendwie oben. Kann ich natürlich auf Plattform zwischenlanden, falls Plattform existieren. Das ist jetzt natürlich jetzt Final Destination. Da geht das nicht. Aber geht einfach dann mal davon aus, dass die Plattformen sind. Ich kann auch mal Plattform zwischenlanden. Ich kann ja so tun, als würde ich jetzt unlanden wollen, weil dann lande ich auf Plattform. Und wenn dann mit dem Schild. Ja, bin ich immer noch im Disadvantage, aber wurde wenigstens nicht erwischt. Steht ja, ich wurde nicht gejuggelt. Und der Gegner mich nicht weiterkommen können. Ich bin zwischengelandet auf Plattform. Bin noch nicht ins Neutral zurückgekehrt, aber bin erstmal ein bisschen sicherer als vorher. Das kann auch gut sein. Und was man natürlich auch im Disadvantage machen kann, ist, die Jumps zu nutzen. Ja, wenn ich jetzt Marv nach oben schleudere. Halt, Moment. Ja, Marv, komm. Mensch, stirbt da schon. Oh, Snake, du bist so stark. Ich jetzt mal auf nach oben schleudere, kann ich natürlich im Disadvantage auch meinen Sprung nutzen. Wenn dann Snake nahe kommt, kann ich im richtigen Moment wegspringen und das auch kombinieren mit Air Dodge oder sonst was. Ich kann das auch kombinieren. Auf jeden Fall einen Sprung nutzen im Disadvantage. Ist auch relativ wichtig. Es gibt Leute, die wasten immer die Double Jumps oder Grenade wasten die Jumps. Ich treffe jemanden und er wird direkt der Jump verbraten. Habt ihr den Jump verbraten, habt ihr mehr Probleme mit Disadvantage. Der Jump kann so gut für Mix-Ups verwendet werden. Könnt damit wegspringen vom Gegner. Den Jump natürlich als Recovery nutzen. Oder das kombinieren. Jump, Fast Fire Dodge. Seht ihr das? Man hat viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Mix-Ups, wenn man den Jump noch hat. Also könnt ihr natürlich auch den Jump im Disadvantage nutzen. So, dann gibt es natürlich noch das aggressive Disadvantage. Das wäre natürlich hier der Klassiker mit Konter. Gegner springen hinterher, Konter oder aggressive Option. Ja, wenn Snake jetzt hier hinterher springt, stelle ich das mal vor. Anstatt jetzt sich defensiv zu halten und versuchen ins Neutral zurückzukommen, könnten wir ja auch mit einer anderen Hitbox gegenhauen. Das würde auch funktionieren. Was wiederum bedeutet aggressives Disadvantage. Typische Mario- und Yoshi-Spieler meinen das gerne. Wenn ein Kombo drücken direkt A. Und die so schnell Neutral haben. Neutral von Mario, Yoshi, Fox. So schnell draußen bedeutet, wenn der Gegner es dann nicht erwartet, wenn der Gegner nicht shieldet, wenn der Gegner es dann nicht outspaced, nicht herausbaitet, dann passiert es, dass euch dieser Area, der so schnell rauskommt, saved. Das ist immer ein aggressives Disadvantage, auch King Kirill, Neutral Air. Was die Belly Armor, hast eine gute Range,
Hast einen schnellen Move. Wird gerne verwendet im Disadvantage. Es gibt immer super schnelle Aerials, die dafür verwendet werden können. Bedeutet, das sollte man natürlich nicht so oft machen, aber ihr könnt auch selber mit schnellen Moves kontern. Wenn ihr Combat fährt, könnt ihr schnelle Moves entgegensetzen und die Gegner mit kontern. Klar kann das nicht jeder Charakter. Lil Mac hat zum Beispiel jetzt nicht wirklich was. Oder die Belmonts. Nicht wirklich. Fighting Moves müssen entweder super schnell sein oder gut Reichweite haben. Und bei Yoshi und Mario geht es halt um Geschwindigkeit. Gut. Und wie gesagt, man kann natürlich im Disadvantage auch Konter verwenden. Keep in mind, Konter sind predictable. Gute Spieler werden euch rauswählen. Und der funktioniert das natürlich in der Unity-Welt richtig hart gepunished. Jetzt hier ein Konter mal das Snake. Erwartet das, macht er hier Smash und ihr müsst weg. Also Konter kann richtig hart gepunished werden und kann natürlich mal funktionieren im Disadvantage. Gerade wenn jetzt zum Beispiel so ein Marv ein Gegner ist, angenommen das ist jetzt ein Marv-Ditto, wir wissen ganz genau, dass viele Marvs und Lucina immer mit der Forward der Edge gehen. Die meisten machen das einfach unüberlegt, kannst einfach mit Konter auf Stage kommen und diesen Edge Guard mit Hilfe des Konters halt super gut abwehren. Auch Konter können situativ funktionieren im Disadvantage. Das sind die Optionen, die man hat. Jetzt fragt man sich natürlich, wenn man jetzt auf Stage gekommen ist, hui, dann ist man natürlich doppelt im Disadvantage. Man ist im Totenau, man ist in schlechten Positionen, man ist nahe der Blast Zone. Das ist der größte Disadvantage, wo du sein kannst. Offstage. Aber was haben wir denn da für Optionen? High Recoveries machen. Funktioniert immer gut. High Recovery ist eine richtig gute Sache, machen nicht alle Spieler und kann man ganz gut zum Mix-up machen. Wenn du jetzt aber so weißt, hier kommt der Mario mit einer Back-Air, du bist Gendorf. Wenn du einfach diese Back-Air erwartest, kannst du mit Gendorf einfach AP machen. Sprung AP. Weil du einfach die Back-Air erwartest, heißt der Mario hier, du bist hier oben, hast High Record. Hier ist vielleicht immer noch gepunished, aber nicht so stark wie sonst. Deswegen High Recovery als Mix-up kann eine gute Sache sein. Snake ist natürlich das beste Beispiel, macht führt immer eine High Recovery, aber nicht jeder hat so gute Möglichkeiten wie Snake und dann Double Beaver Reverse. Ist der Klassiker mit Snake. Ich habe extra Snake genommen, weil wir das mit ihm so gut demonstrieren können, wie mächtig das ist. Gut, ihr Lieben. So, was man natürlich noch machen kann, ist immer eine Kante zu gehen. Und dann kann ich immer mit verschiedenen Möglichkeiten geben. Hier mit Air Dodge. Also mit Direction Air Dodge. Like this. Ich kann auch von unten einfach mit Air Dodge ran. Ich kann richtig basic mit Sprüngen rankommen. Oder mit meiner AB. Halt an die Kante gehen. Wenn man erstmal an die Kante geht, haben wir Invincibility Frames. Die sogar lange halten, wenn man noch nicht so viel Prozent hat. Je mehr Prozent man hat, desto geringer sind diese Invincibility Frames. Aber Keep in mind, wenn man zweimal in die Kante greift, hat man diese Frames nicht. Seht ihr Snake jetzt blinken? Nee, jetzt seht ihr nicht. Richtig. Weil die Invincibility Frames sowieso nicht da sind. Bedeutet, einmal in die Kante gehen kann cool sein wegen Invincibility Frames. Keep in mind, könnt ihr Sprünge nutzen, Direction Air Dodge. Oder halt eure AB, um an die Kante zu kommen. Und dann seht ihr Invincibility Frames. Seid natürlich trotzdem noch ein Disadvantage. Das ist auch ein ganz großer Disadvantage-State, wenn man hier an den Kant hängt. Aber was kann ich machen? Wall get up, worauf die Gegner reagieren können. Get up attack, was man schielen kann und hart punishen kann. Normal get up ist in der Regel zwar das Beste. Man sehr schnell dann reagieren kann, sehr schnell jabben kann. Oder sehr schnell schielen kann. Oder halt jumpen. Oder Ledge Drop und dann was anderes machen. Ja, aber man ist sehr limitiert an der Kante. Also, auch wenn jetzt an eine Kante gehen, kann helfen, um da rauszukommen aus so einer Ledge Guard Situation. Trotzdem ist man noch richtig krass gecornert und eingeschränkt, wo man hier hängt. Wenn du die Kante gegriffen hast, bist du noch lange nicht aus dem Disadvantage raus. Das ist jetzt ja so die Botschaft. Gut. Man kann, das können nicht alle Chars, untere Stage gehen.
Snake kann es lustigerweise wegen C4. Es gibt Chars, die können das. Wenn es einfach so Pumlov kann es, Diddy Kong kann es, King K. Rool kann es bei Smash Bros. Es gibt einige Chars, die es können. Das kann man natürlich auch nutzen. Villager kann es, Isabel. Müsst ihr halt schauen bei euren Chart, der es kann. Einfach unter Stage gehen. Kann ein Mix-Up sein. Und kann einen natürlich dann auch aus dem Disadvantage rausbringen. Nur einfach die Seiten wechseln. Und hier, Edge Guard, wie es zum Beispiel so ein DDD. Spammt hier Guardos, lädt schon so ein F-Swish auf. Typische Ledge-Trap von DDD. Kannst einfach escapen und sagen, leck mich, ich gehe jetzt auf eine Seite. Wenn du das so machst. Ich war schon ready zu tanken. Ja, aber deswegen musst du aufpassen. Wenn du sobald du die Wand berührst, wegschleifst, das musst du halt tanken. Aber ja, das kann auch eine Möglichkeit sein. Mit Olima geht das übrigens auch. Aber nur, wenn man keinen Pikmin hat. So. Und dann, wenn man natürlich in so einer Edgeguard-Situation ist, kann man natürlich auch versuchen, wieder aggressiv dem entgegenzusetzen. Zum Beispiel Marv. Der zu gute Aerials hat Disjoints. Wenn ich jetzt hier geedgeguard werde, was ist das? Zum Beispiel so ein Captain Falcon, der will mich jetzt down airen. Dann hau ich ihn einfach das Schwert dagegen. Ich bin noch Marv, ich hab Disjoints, ich hab schnell Aerials. Ich kann mich wehren. Und Disadvantage. Ich kann natürlich auch Moves rausboxen, um nicht geedgeguard zu werden. Funktioniert auch. Fight fire with fire. Aggression mit Aggression bekämpfen quasi. Könnt ihr machen. Gerade wenn ihr gute Range und Disjoints habt, ist die Option besser. Das wäre auch eigentlich alles, was ich zum Disadvantage Offstage sagen könnte. Entweder du bist aggressiv, machst du als Mix-Up eine High Recovery, gehst an die Kante. Wall Jumps könnte man auch noch nutzen, falls man die hat, zum Stallen. Oder gehst unter die Stage als Mix-Up. Hat einige Möglichkeiten, aber trotzdem ist es der schlimmste Disadvantage, den man haben kann. Wenn man offstage ist. So. Der Ledge Guard Disadvantage. Wenn jetzt hier jemand steht, zum Beispiel Snake, der kann hier richtig gut Ledge Guard. Machst hier eine Granate hin. Machst hier Up Smash und hier hinten düst noch eine Nikita rum. Ich meine, das ist schon schwer, ne, da durchzukommen. So, typisches Ledge Guard Szenario. Wenn ich jetzt mit Snake das hier mache und Marv steht, voll schwer wieder ins Newtown zurückzukommen. Definitiv. Was haben wir da für Optionen? Ich habe es eben eigentlich schon gesagt, wenn du eine Kante bist. Abwarten, wenn jemand da projektiert ist beim Gordo oder so. Richtung ein Get-Up-Attack funktioniert ganz gerne mal. Wenn der Gegner sich falsch positioniert hat oder was auflädt, wenn Snake zum Beispiel hier Up-Smash auflädt, kann ich einfach Get-Up-Attack. Und sonst muss man halt schauen. Wichtig ist beim Ledge Guard Disadvantage, dass man da immer Mix-Up. Mal Ledge Drop Aerial macht, mal Jump macht, mal Normal Get Up Shield macht, mal Normal Get Up Jab macht, mal Normal Get Up Grab macht oder Roll macht. Einfach, dass so ein Balance haltet. Weil wenn man die ganze Zeit, und es machen viel zu viele Spieler und Spielerinnen, immer Roll Get Up macht, dann weiß der Gegner das irgendwann. Und dann sieht das so aus. Es war jetzt schlecht getimed. Im Mädchen hätte so ausgesehen. Ja. Und dann büßt halt ein Structure ein. So schnell geht's. Also, an Edge ist wichtig, dass man nicht predictable ist. So wirklich die ganze Option, die man hat, in Balance haltet. Kann auch natürlich als Mix-Up zweimal in die Kante greifen, weil man das so oft macht. Wie gesagt, man hat dann nicht mehr diese Invincibility Frames. Und, naja, passiert sowas. Wie man gestaged spiked, wenn man eine hohe Prozent hat. Oder wird ge-F-Smashed, manche Smashes treffen ja auch zwei in Kante gegriffen, wie zum Beispiel auch der von Snake. Und dann endet das richtig böse. Deswegen haltet das alles so im Balance. Ist wichtig. Mix-Up im Disadvantage ist super wichtig, weil sonst, wenn ihr immer predictable seid, wenn ihr immer nur Air-Dodge macht, werdet ihr weiter gejuggelt, kommt wieder der Air-Dodge, weiter gejuggelt, kommt ja eh wieder der Air-Dodge, weiter gejuggelt, bis man letztendlich stirbt. Aber wenn der Marv dann plötzlich anfängt, mal zu springen, aus dem Disadvantage um den Kampf zu gehen,
springen. Fast vor Air Dodge. Ich weiß nie, was kommt. Man kommt aber plötzlich mal mit einer Down Air. Fast vor Down Air. Aus Sweeps Landing. Oder der Marv tut so, als würde er die ganze Zeit Air Dodgen. Dann kommt aber nicht der Air Dodge, dann kommt der Konter und dann macht Snake sein Up-Tilt. Und es war mega schlecht getimt, weil ich nicht zwei Controller gleichzeitig habe. Karriere. Ich habe nur diese zwei Hände. Stell dir einfach vor, wer hätte das dann gekontert? Man hat so viele Options. Es ist halt wichtig, dass man das alles in Balance hält. Und es gibt natürlich noch ein Disadvantage und zwar ein Tech-Chase-Disadvantage. Wer Steck trifft, Marv hat nicht getaggt. Jetzt habe ich diverse Möglichkeiten. Rollt er zu mir? Ja, tut er. Das war das Ding. Tech-Chase-Disadvantage. So, und dafür Optionen? Nicht viele, to be honest. Da hat man richtig wenig Optionen. Ich kann Get-Up-Attack machen. Oder Roll-Away. Roll-Away. Mehr Optionen habe ich nicht. Ich kann natürlich auch taggen. Na, wenn ich jetzt tagge, dann habe ich mehr Optionen. Dann kann ich tag on ground, tag roll, tag roll. Oder halt liegen bleiben, nicht taggen und dann get up attack machen. Das sind die Optionen, die man hat. Beim Tag Chase Disadvantage. Was macht man da am besten? Ich persönlich mache gerne. Kann ich wieder so schlecht zeigen, wartet. Sorry. Ich persönlich mache gerne Tech on Ground Jab. Heute wollen voll viele Tech Chase machen und laufen in Jab. Aber wenn man das natürlich immer macht, ist natürlich auch nicht die beste Option. Bedeutet, was ist die beste Option? Wieder richtig zum Mix-Upen. Einfach alles so in Balance holen. Aber was ich persönlich wirklich gerne mache, Tech on Ground Jab. Voll viel laufen in Jabs. Je höher das Smash-Level natürlich ist, desto unwahrscheinlicher ist es, desto mehr seid ihr auf diese Mix-Ups angewiesen, aber das klappt echt oft. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was gilt es beim Disadvantage jetzt alles zu beachten und wie werde ich besser? Wie wird mein Disadvantage in Super Smash Bros. Ultimate besser? Punkt Nummer 1, übt erstmal zu taggen. Kurz bevor man den Boden berührt oder die Wand berührt, muss man einfach die Shield-Taste drücken und schon hat man mehr Möglichkeiten. Aber wenn ich nicht tagge, bin ich davor eingeschränkt. Ja gut, jetzt kann ich wegrollen, werde aber tagged mal und das war's. Wenn ich tagge, habe ich weniger Lag, bin sofort wieder einsatzfähig und habe viel mehr Options. Und wenn man offstage taggt, wird man gestage-spiked und stirbt voll früh. Also taggen ist voll wichtig im Disadvantage. Wenn man es nicht kann, stirbt man viel früher, wird viel heftiger Combo-Mode. Punkt Nummer 2. Lernen zum Mix-Up. Befolgt all das, was ich gerade gesagt habe. Macht nicht immer Air Dodge. Macht nicht immer Double Jump Waste im Disadvantage. Macht einfach Mix-Ups. Macht B-Reverse Landings. Macht Fast for Air Dodge. Macht Jump und dann Air Dodge. Wenn ihr habt so viele Optionen, versucht an die Kante zu die ein und dann geht er da hin. Aus dem Disadvantage. Versucht mal ein aggressives Landing mit einem Aerial. Drauf funktionieren. Ihr habt so viele Möglichkeiten und das ist halt wichtig. Versucht, euren Disadvantage immer in Balance zu halten. Wenn ihr an der Kante hängt, macht nicht mal Roll Get Up. Mischt das einfach durch. Versucht, die Gegner zu mixen mit Jump, Granate und... Ihr habt so viele Möglichkeiten. Wirklich. Wenn ihr One-Trick-Pony seid und so eine Favorite-Option habt und gegen Top-Spieler oder gegen Top-Spielerin spielt, die durchschauen das sofort und dann werdet ihr dafür gepunished. Wenn ihr es mixt habt, ist auch für Top-Spieler schwer zu durchschauen, wann man was macht. Also, versucht einfach mal im Kopf einen Würfel zu werfen. Und wenn der Würfel dann plötzlich auf Roll-Get-Up liegt, dann macht ihr Roll-Get-Up. Wenn der Würfel auf Jump-Get-Up liegt, macht ihr Jump-Get-Up. Versucht es einfach im Balance zu holen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist, fast voll zu können. Viele wissen einfach nicht, wie es geht. Das mal lieber mit Marv. So. Es gibt Leute, die behaupten, das wäre jetzt ein Fastfall. Es war überhaupt nicht Fast. Fastfall funktioniert nur, wenn ihr beim Apex der Champs seid. Was ist der Apex der Champs? Das ist der Höhepunkt. Wo der Charakter, den ihr spielt, nicht mehr in Höhe gewinnt. Jetzt. Das ist der Apex des Jumps. Hier. Genau hier.
Genau hier. Genau hier. Da gewinnt Marv nicht mehr in Höhe. Und bei diesem Punkt könnt ihr nach unten drücken. Seht ihr den Unterschied? Schlechter Fastfall, beziehungsweise gar kein Fastfall. Sieht so aus. Gegen guten Fastfall. Und das ist ja auch essentiell für Fastfall Air Dodge. Weil erst muss man das machen. Fastfall und dann Air Dodge. Ganz, ganz wichtig. Da unten drücken. Wenn man bei diesen Apex des Champs war. Und dann Air Dodge. Und bei Fastfall Air Dodge ist mir jetzt nämlich manchmal auch falsch passiert, weil ich mich selber ablenke für das Commentary. Ist wichtig, dass das Stick erst für die neutralen Positionen ist. Warum ist das so wichtig? Weil ihr ansonsten Direction Air Dodge unten macht. Das darf euch nicht passieren. Der erste Fastfall, dann muss der Stick für die neutralen Positionen gehen und dann muss der Air Dodge kommen. Ganz, ganz wichtig. Und einfach richtig zu Fastfallen ist essentiell. Erstens, wenn man sonst den Fastfall Air Dodge nicht hinkriegt, ist quasi eine schwierige Version des Fastfalls. Und weil man viel schneller landen kann. Viel schneller, wenn der Mewtwo ist. Und selbst im Mewtwo-Game hilft einem noch Fastfall. Schaut euch mal das Movement an. Schlechtes Movement? Gutes Movement. Weil die ganze Zeit der Fastfall dabei ist. Steht ihr? Kann ich viel schneller reagieren. Und ist auch wichtig für Aerials. Es gibt Fastfall-Aerials, die dann safer sind. Fastfall. Es ist so wichtig, Leute, auch im Disadvantage. Weil, gerade wenn ihr solche Charaktere spielt wie Marv, die relativ floaty sind, wenn man nicht Fastfall, seid ihr ewig oben und werdet ewig gejuggelt. Aber wenn ich dann nach unten drücke, bin ich ja viel schneller wieder im Neutral. Dann Punkt Nummer 3. Wissen, wann der Gegner overextendet, um das zu punishen. Es gibt halt viele Spieler und Spielerinnen, die einfach overextenden. Was meine ich damit? True Combo. Ah, ich kann keine Abhilfe, dass der Computergegner ist. Okay, machen wir es mit Snake. Ich kann halt Tilts nur mit dem C-Stick und wenn du hier einen PC hast, kannst du halt keinen Tilt-Stick haben. Und das ist ein bisschen kacki. True Combo? Nicht mehr True. Hätte man auf punishen können mit Konter zum Beispiel. Wissen, was Overextending ist. Ich weiß zum Beispiel, dass das eine True Combo ist. Das muss man akzeptieren. Dass immer True ist, funktioniert immer. Bei diesem Prozentbereich. Mit Snake. Kann man auf nichts gegen machen. Und wenn der Snake dann plötzlich versucht, sowas zu machen, eine Abwehr hinterher zu setzen, die ist ja nicht True. Hätte man auf einfach kontern können. Boom. Und so hätte man das punishen können. Und so Charaktere wie Yoshi, Mario, die halt so schnell Neutral erst haben, können einfach Neutral einmal drücken und dieses Overextenden punishen. Auch wichtig. Weil dadurch dreht man quasi den Spieß um. Man switcht den Disadvantage State. Weil wenn der Snake jetzt versucht, ja, ich mache eine Abwehr, Abwehr ist zwar nicht true, aber ich mach's trotzdem. Und ihr trefft ihn dann, dann ist der Snake ja wahrscheinlich in Luft. Oder wird weggeschleudert. Und das Snake im Disadvantage. Habt den Spieß quasi umgedreht. Ganz wichtig. Was auch wichtig ist, ist lieber sich darauf konzentrieren, auszuweichen und statt Button zu drücken. Das Konter-Option. Weil man die Gegner treffen will. Voll viele Anfänger und Anfängerinnen, die regen sich auf, wenn die getroffen werden. Mann, jetzt will ich die auch treffen. Ja, ich will die jetzt auch treffen. Und dann machen die irgendwelche random Moves, die überhaupt keinen Sinn ergeben und verlieren Konzentration, werden emotional. Irgendwie. Ja. Werden zu emotional. Drücken nur Knöpfe. Mann, ich will dich auch mal treffen. Der hat mich geschlagen. Herr Lehrer. Ich will den jetzt auch schlagen. Das ist halt so kindergartenmäßig. Fighting Game ist ganz normal, dass ein Schlagabtausch ist. Mal wird der Gegner getroffen, mal wirst du getroffen. Das ist ganz normal. Deswegen sollte man nicht in diese Mentalität kommen, von wegen, ich will jetzt auch mal treffen. Das ist so ein Quatsch. Deswegen ist es schlauer, sich darauf zu konzentrieren, wo lande ich jetzt? Was mache ich jetzt am besten? Wie wenig habe ich am besten? Wie komme ich zurück ins Neutral? Anstatt die ganze Zeit nur darauf zu spekulieren, ja, ich könnte jetzt den Gegner auch treffen mit einer aggressiven Option, die eventuell trifft. Es ist viel schlauer, einen Schritt weiter zu denken, wo kann ich safe bleiben, wo bin ich safe? Was ist safe gegen den jeweiligen Charakter?
Und ja, was viele halt machen, nur viele Anfänger und Anfängerinnen im Disadvantage. Double Jump Waste. Kein Double Jump, Leute, was bedeutet das? Hat sich komplett limitiert. Jetzt habe ich keinen Double Jump, was kann ich machen? Kein Air Dodge One. Kein Fast Fire Dodge One. Neutral Air Dodge One. Konter machen. Oder eine richtig laggy, aggressive Option. In Marv's seinem Fall Down Air. Das war's. Kann man leicht rausfaden. Aber wenn ich natürlich jetzt noch einen extra Jump habe, sehe ich, Snake kommt jetzt von nah, dann kann ich einfach wegspringen. Schops. Und dann Fast Fire und ich bin wieder im Neutral. Man limitiert sich im Disadvantage und Double Jump Waste. Also, waste nicht eure Jumps. Im Disadvantage State. Und, ja. Ganz wichtig zum Abschluss: Mix up. Entweder zu mixen. Mix up eure Recovery. Be reverse. Fast for Air Dodge. Oder ist es nicht aggressive Option Landing? Mix up eure Recovery. Ihr habt so viele Optionen. Ihr müsst nur schlau spielen und auch aus allen schöpfen. Ist doch Quatsch. Sakurai hat ja nicht umsonst so viele Optionen ins Spiel mit eingebracht. Dann sollte man auch alle Optionen nutzen, so insofern die Optionen noch sinnvoll sind. Ich weiß auch, Leute, dass eine Forward Air Disadvantage mit Snake kompletter Quatsch ist. Aber so eine Back Air Disadvantage, so ein Back Air Landing, kann man ruhig mal machen. Kann man wirklich machen. Von daher, mix up. Lernt eure Möglichkeiten mit euren jeweiligen Charakteren im Disadvantage. Und dann wird das auch was. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das waren alle Sachen, die ich zum Disadvantage beitragen konnte. Es gibt viele Disadvantage, die wir jetzt gelernt haben. Offstage, Stage Control Disadvantage, Tech Chase Disadvantage, Juggle Disadvantage, wenn du irgendwo oben bist, auf Plattform bist, Disadvantage. Disadvantage hat so viele Gesichter. Nur das Schlimmste ist wirklich Offstage. Da willst du nicht sein, aber auch in so einer Ledge Guard Corner Situation willst du auch nicht sein. Das sind die unangenehmsten Situationen in Smash. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch das gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo, du bist ja immer noch da. Freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Hier darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß!